Okay Leute, der Hearts-Song mal wieder. Wir haben den 11. Spieltag vor der Brust. Gegen die Wraith Rovers, das ist die Mannschaft, gegen die wir unser allererstes Spiel gemacht haben hier im neuen Let's Play. Und das war ein 3D-Spiel. Das ging damals 1:1 aus 90. Minute. Haben wir da das Ausgleichstor gemacht. Nervosität. Und das ist nicht gut, was Damian Wilson da macht. Als letzter Mann den Ball zu verlieren, sollte man hier nicht zur Gewohnheit werden lassen. 5. Minute Nicholson. Aber das ist ganz schnell vorbei. Scott Robinson schubst da im Zentrum. Gibt Freistoß für den Tabellenvierten. Die eine gute Form aufweisen können. Eher defensiv spielen. 665 in der Mannschaftsstärke haben. Und ich bin gespannt, wie es heute wird. Können wir vielleicht ein bisschen was hier gut machen auf die Glasgow Rangers? Das wäre natürlich schön. Es ist bereits eine Viertelstunde jetzt vorbei. Wir haben zwar Möglichkeiten, bislang aber eher der kleineren Natur. Jetzt die erste große. Oder mittlere, wie man möchte. Sam Nicholson mit der Flanke. Osman so vorne. Versucht es einfach mal per Volley. Aber David McGurn, der Keeper von Wraith, der muss da nicht aufpassen. Wir kommen besser in Dritt. Steht hier. Die Angreifer des Gastes sind bislang eher blass geblieben. Deswegen können wir mal sagen, weiter so. Lapsus von Dougie Hill gegen Robinson. Und der junge Mittelfeldspieler aus 18 Metern versucht das mal. Warum nicht? Er hat es selbst verloren, er hat auch die Möglichkeiten, durch seine Technik da die Dinger auch reinzumachen. Oh Gott, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. 34. Liam Fox setzt sich durch gegen Eckersley, passt in die Mitte Gordon Smith. Steht 5 Meter vor der Kiste, macht den Ball rein, aber abseits. Gott sei Dank, muss man sagen. Ich hatte das schon abgeschrieben. Ich hatte uns schon da hinten gesehen. Da haben wir wirklich das Glück auf unserer Seite. Die zweite Ecke hat nichts angebracht. Kommt aber schon jetzt die nächste, nachdem Sam Nicholson Jason Thompson hier angeschossen hat. Schauen wir mal. Aller guten Dinge sind drei, Fragezeichen. Muss nachfassen, der Keeper. Na, zählt, ob das zählt. Das ist jetzt die Frage. Osman so. Es zählt. Und Tatsache. Die dritte Ecke hat's gebracht. 5. Saisontor für den Schweden. Jetzt kommt Wraith aber sofort nach vorne im Rage-Modus unterwegs. Callum Elliott, der bisherige Top-Torschütze der Liga. Und jetzt sind die Spieler des Gastes voll konzentriert. Ich würde mal sagen, ein bisschen spät. Zu diesem Callum Elliott, da müssen wir wirklich wahnsinnig aufpassen. Jetzt, wo das Spiel kurz vor der Halbzeit ist, kann ich auch mal mich aus meinem Schneckenhaus trauen und ein bisschen loben. Und da ist der Abpfiff. 45 von 90 Minuten haben wir. Schaut ganz gut aus. Halbzeitansprache. Ich brauche hier niemanden zu sagen, wie wichtig dieses Derby ist. Ich wusste gar nicht, dass es ein Derby ist, um ehrlich zu sein. Die Frage ist nur, wo sind die beheimatet? Da können wir am Ende vom Spiel mal drauf gucken. Ist natürlich Blödsinn, was hier steht. Dass die keine Chance gehabt haben sollen. Jetzt bringt den Sieg nach Hause, Leute. Spielergespräche. Patterson, der hat ja das Ding vorgelegt. Ich weiß nicht, warum das mit dem Teamwork nicht klappt. Wir dümpeln da wirklich im ganz unteren Bereich rum mit 35. Und permanent. Vielleicht müsste ich einfach wirklich mal eine Stammelf kreieren. Ja, das ist nicht so leicht. Bei den vielen guten Spielern, die wir auch haben. Und ihr seht ja auch bei der Frische, ne? Du kannst es eigentlich nicht. Payado motivieren. Und wir dürfen noch einen. Robinson hat eine 3. Das muss ich nicht unbedingt machen. Wilson. Denn jetzt wird es ganz wichtig hier in der zweiten Halbzeit. Das war aus einer gelungenen, sicheren, stabilen Defensive das Ganze rausgehen. Konzentration ist da. Jeder weiß, dass es eben schwer ist, diese Partie. Auch wenn man jetzt führt. Das ist eben keine Garantie. Na, Patterson nehmen wir noch mit. Der schleift es irgendwie immer noch durch, ne? Ganz am Anfang der Saison und man merkt es immer noch, Eckersley eigentlich genau dasselbe. Ich denke, wir können reingehen. Wir können reingehen in die zweite Halbzeit. Lassen wir die alle warm laufen. Konzentration. Ganz am Anfang, ich habe dieses Symbol hier gar nicht beachtet. Wetteränderung. Was steht denn da hier? Schlechte Sicht, irgendwas. Also wahrscheinlich Nebel. Fast ein Traumtor von Oliver. Das Fast, das stört mich. Doppelpass mit So.
Und dann kommt er zum Schuss im Strafraum. Im herrlichen Heber über die Latte. Zentimeter haben gefehlt. Schade, das wäre natürlich eine kleine Vorentscheidung bereits gewesen hier. Und ihr seht den blauen Ball, der ist sehr harmlos bei Rays. Eigentlich dürfen dies nicht sein. Powerplay von uns über Scott Robinson. Sucht die Lücke in der Abwehr und hat den Platz gefunden, kann flanken. Und David McGurn, der macht das klasse. Mit einem Hechtsprung. Die Paradedisziplin eines Torwarts. Ja, hätte mich gefreut. Das hätte ein bisschen mehr Sicherheit gegeben in der Situation. Brad McKay, Patterson. Es passiert sehr, sehr wenig. Ihr seht es, 63. Minute. Kann nicht vorne irgendwas wechseln im Sturm. Gary Oliver hat zwar kein Tor gemacht, aber sehr, sehr gut gespielt mit einer 2-5. Er ist aber ein bisschen müder als der Torschütze vorne, deswegen geht er raus. Ansonsten, Eckersley, da könnte ich McHatty bringen. Ist ein bisschen früh jetzt noch in der 64. Möglicherweise auch für Patterson, aber es sind natürlich dann schon ordentlich Einbußen, die wir da hinnehmen müssen. Wilson. Ist denn jetzt auch die Frage, nimmst du den Captain so früh raus? Boah, schwierig. Also was heißt Captain? Ich sag das immer so, weil das ist für mich der heimliche Kapitän, ne? Der eben die Abwehr zusammenhält. Nee, du kannst da nicht mit dem 60er spielen, mit dem 58er, das geht nicht. Da müssen wir im Einwechsel jetzt erst durchziehen und ein bisschen warten. Eben dann auch mit der Konsequenz, dass die Noten eben nicht durchkommen, ne? Paul Watson für Laurie Ellis auf Gästeseite. Das heißt eine 60, ja, ist in Ordnung, ne? Das ist absolut in Ordnung. Roter Ball. Roter Ball für die Hearts. Was machen sie draus? Aus 12 Metern bringt Walker das Ding unter. Nach Vorlage von Robinson. David McGurn kommt nicht mehr ran. 2-0, wenn es so ist, es ist Tatsache, dann ist es eine tolle Geschichte. Jamie Walker, 2. Saisontor, Scott Robinson mit der 4. Vorlage. Robinson geht raus. Und ich würde auch sagen, hinten Adam Eckersley. Muss mich beeilen. Ah, nächste Chance. Scott Robinson will es wissen. Schöne Flanke von Nicholson. Und er scheitert da mit dem Vorhaben, hier den Ball Volley zu nehmen. So, Eckersley nehmen wir auch noch raus. Ich finde es oft eben schade, dass man nur 3 Wechsel machen darf. Das wäre schöner manchmal wie beim Eishockey, wenn du eine komplette andere Formation aufs Eis schicken kannst. Ross Callaghan für Kevin Moon. Zentrales Mittelfeld, den haben wir gar nicht gesehen. Der war im ersten Spiel noch so stark. Da habe ich eigentlich kaum irgendwas ausrichten können. Wir loben nochmal nachträglich unsere Mannschaft. Reese Donaldson, Jason Thompson geht raus. Die wechseln hinten aus. Glaubt man eigentlich gar nicht. Und die müssten vorne was machen. Die müssten vorne was machen. Ross Perry, der linke Verteidiger, will hier ein Handspiel gesehen haben. Und hat dann das Verlangen, das dem Schiedsrichter nochmal verdeutlicht mitzuteilen. Und das gibt die gelbe Karte. Ich denke mal, wir können jetzt gleich den ganzen Laden hinten dicht machen. Jamie Walker, der Torschütze vom 2-0, hat rechts nochmal Platz. Flankt den rein. Buaben verlängert. Keith Tings ist schneller als Doggy Hill. Und unerreichbar für David McGurn geht der Ball rein. Und das bedeutet, dass dieser verrückte James Keatings schon wieder als Joker trifft. Der dürfte doch diese Liste locker anführen. Locker Taktik. So, Konterspiel. 20%, hier gehen wir zurück. Super, einfach. Einfach genial. Da kann man nichts anderes sagen. Natürlich sind 3-0 sehr hoch. Das brauchen wir gar nicht zu bestreiten. Aber die haben ja kaum was gemacht. Die haben kaum was gemacht. Noch nicht mal aufbäumen nach dem 1-0. Als es dann in der zweiten Halbzeit relativ klar war, dass wir anfällig sind. Je länger das Spiel geht, eben auf die Frische bezogen. Hier seht ihr die Möglichkeiten. 36% Ballbesitz haben die nur gehabt in der zweiten Halbzeit. 2 Möglichkeiten insgesamt. Das ist viel zu wenig. Die Situation hier, das war die Geschichte, wo es Abseits gewesen ist. Wenn das nicht eintrifft und wir hinten liegen, kann es dann eben anders laufen. Das hat heute wieder der Fußball gezeigt, dass er eben unberechenbar ist. Also, sehr schön, die 2 gegen die 4. Das gewinnen die Jungs, die momentan nicht aufsteigen würden als Erste hinter den Rangers, das sind wir. Aber wir bleiben dran, wie die Dackel sich in der Wade verbissen haben. Bis gleich.
Gut, gerade ein bisschen was noch vom Tee noch genommen. Ich hatte gestern Weihnachtsfeier von der Schule und nachdem das vorbei war, sind wir noch ein bisschen feiern gewesen. Und das wurde ein bisschen spät und ich habe dann teilweise wirklich Probleme mit dem Rücken gehabt. Ich habe nichts mehr gehört und die Stimme war auch nicht mehr so richtig. Ich hoffe, das geht einigermaßen jetzt und möchte an der Stelle mal meine verrückte Bande grüßen, falls sie zuhören. Ich würde es fast bezweifeln, aber man weiß ja nie. Das Spiel heute am 11. Spieltag, 3 zu 0, Heart of Midlothian gegen Wraith Rovers, hätte ich so nicht mit gerechnet. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie schwer wir uns doch getan haben in den vergangenen Spielen. Und es waren Gegner, die man doch schon ein Eckchen unter dem heutigen Gegner einstufen sollte und könnte. Jason Thompson, das war der einzige mit Normalform auf deren Seite. Die Einwechslungen haben gar nichts gebracht. Da kommt einer rein mit einer 5 und ein zentraler Mittelfeldspieler, der normalerweise auch für Schwung nach vorne sorgen soll, mit einer 4. Ein bisschen besser als die Stammspieler, die hier gestartet sind heute, aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Bester Mann für uns war James Keatings, kommt von der Bank, macht sein obligatorisches Tor und darf sich vielleicht auch dann in der Elf des Tages wiederfinden. Prince Boateng legt einen vor, auch bei ihm muss man sagen, klasse Leistung, sogar noch ein Tickchen besser als Scott Robinson, über den man sich auch nicht beschweren sollte und vor allem auch nicht darf. Das wäre wirklich dann frech. Jamie Walker trifft zum zweiten Mal in der Saison. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, den Sam Nicholson auf der linken Seite schon da in den Schatten gestellt. Und auch die Abwehr heute sehr, sehr sicher. Mit einem guten Daniel Wilson, der das sehr gut koordiniert hat. Die Mannsprachen haben funktioniert. Ich muss gleich unbedingt nochmal gucken, was das mit diesem Derby auf sich hat, wo diese Mannschaft beheimatet ist. Schottland ist ja eigentlich schon nicht gerade klein, aber manchmal ist die Konzentration schon etwas höher auf die Großstädte mit den Vereinen. Das ist ja ähnlich wie in England, die sämtlichen Vereine, die aus London kommen, die jetzt, glaube ich, alle aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen. Scott Robinson, Spieler des Spiels. Ich denke, das liegt daran, dass er im Vergleich zu den Spielern, die noch eine gute Note hatten, eben länger auf dem Platz war. 6 Grad, Grottenwetter, teilweise Nebel, teilweise Regen. Da willst du keinen Hund vor die Tür jagen. Das hier stimmt nicht ganz. Also ein paar Möglichkeiten hatten sie dann doch. Aber schön, dass das Stadion mit über 11.000 Zuschauern gefüllt war bei dem Wetter. Da merkst du halt, so ein Gegner zieht. Die Rangers gewinnen 3 zu 0 beim FC Livingston. Das hat vor dem Spiel geheißen 1 gegen 10. Und das heißt es auch weiterhin. Dumbarton kann auch nicht gewinnen gegen Queen of the South mit einer 1 zu 3 Niederlage. Bleiben auf der 9. Coden Beath ist wieder ein bisschen gefallen. Von der 8, ne, von der 6 auf die 8, so ist richtig. Sind 5 zu 1 unter die Räder gekommen bei Alloa Athletic und die tauschen mal eben fast die Plätze. Queen of the South ist eben jetzt 7. Wraith fällt den Platz runter von der 4 auf die 5. Falkirk auch von der 4 auf die 3 und die Hibs sind der Gewinner dieses Spieltags. Durch ein 2 zu 0 gegen Falkirk, also das direkte Duell da zu Hause für sich entschieden. Ich wurde gefragt, wie das denn hier jetzt aussieht mit der Scottish Championship, mit den möglichen Relegationsspielen. Kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit aus. Es scheint nur so zu sein, dass es hier keine Relegation gibt. Die Rangers hier für den Aufstiegsplatz, das ist grün. Normalerweise, wenn hier Relegation wäre, müsste das noch so ein helleres Grün sein, wie ungefähr wie hier. Nur dann mit Grün. Sehe ich nicht. Wenn wir jetzt mal in die Premiership gucken, da gibt es einen Abstiegsplatz. Ansonsten müssten eben auch hier dann die Plätze ab der 9, ab der 10 vielleicht dann dieses hellere Rot eben beinhalten, dass man das genau wüsste. Also, das weiß ich jetzt nicht, wie das eingestellt wurde, ob das jetzt vom Fußballmanager generell so ist, dass es nicht drin ist, oder ob das seitens der neuen Datenbank nicht berücksichtigt wurde. Man kann es nicht beantworten. Dann die United nach wie vor vorne, vor Celtic in dieser ersten schottischen Liga. Die stimmen heute. Ich bin mal sehr gespannt, was die beiden Trainer sagen. Grant Murray bekommt natürlich hier den Vorzug. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft 90 Minuten auf dem Platz war. Sie war zwar körperlich da, aber ich denke mal geistig heute nicht auf der Höhe, da mit uns mitzuhalten. Wir waren immer einen Schritt schneller. Das war dann eben auch das letzte Tor. Das war dann so ein Spiegelbild, dass dann eben alles funktioniert hat. Selbst das Glück mit dem Innenpfosten dann auch gehabt. Sieg war insgesamt verdient, Erwartungshaltung der Fans, das sollte man nicht aufhalten. Immerhin aber bei der ganzen Geschichte den kühlen Kopf bewahren. Und das sage ich auch immer. Euphorie ist schön, sie darf aber sich nur nicht negativ auswirken.
Da sollten wir wirklich drauf episch sein, das hinzubekommen. Wir haben zwei Spieler drin. Der Torwart, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Den Neil Alexander. Was hat denn der für eine Note bekommen? Eine 3. Dann gab es anscheinend nur schlechte Torhüter an dem Spieltag. Ne? Das ist ja anders eigentlich nicht zu erklären. Würde ich sagen. Aloha hat 4 Spieler dabei. Die Hibs 3. Immerhin noch einer von Wraith und von den Rangers. Und dann eben unsere beiden. Das war's an dem Spieltag. Sehr, sehr wenig Mannschaften insgesamt, die hier vertreten sind von 10 möglichen. Spieler des Tages, Declan McManus mit einer 1,5. Kann der was? Der ist von Aberdeen ausgeliehen, bis Ende des Jahres allerdings. Mit einer 60, ne? Der ist 18. Callum Elliott hatte ich auf dem Schirm. Also mögliche Verstärkung, falls wir bei uns keinen Spieler dazu überredet bekommen, dass die verlängern. Allerdings ist der auch schon 25. McManus ist nicht der talentierteste, wie der Großteil leider der Spieler in dieser zweiten Liga. Ist aber auch eigentlich kein Wunder. Er hat aber immerhin eine 60 mit 18. Was mir daran eben nicht gefällt, ist der Spielertyp. Strafraumstürmer, da haben wir schon so viele. Torricher 70 ist klasse. Der steht gut, hat einen guten Antritt. Das sind so seine Stärken aus 11 Spielen, 9 Tore. Man muss da immer berücksichtigen, dass ein solcher Spieler keine Top-Mannschaft um sich hat, die ihm eben dann permanent die Bälle auflegen. Und da ist es dann noch höher einzuschätzen. Die waren die höchste Zuschauerzahl, Aloha, mit 429. Also da ist ja gar nichts los. Da hat man fast das Gefühl, da hätte irgendjemand Ebola gerufen auf den Tribünen, da wären die alle abgehauen und 429 sind schwerhörig oder sonst irgendwas, haben es nicht mitbekommen. Und das ist echt wenig, ne? Weil man normalerweise immer diesen schottischen Boost vor Augen hat, dass es wirklich die treuesten der treuesten Fans überhaupt sind auf der Insel, teilweise sogar noch höher einzustufen als die Briten, die Engländer. 2,41 Aloha, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Mit einer Stärke 583. Wir haben hier zumindest in der Tabelle die 700 wieder übersprungen. 2,73. Das festigt auch unseren ersten Platz jetzt erstmal wieder vor den Rangers in der Gesamtbewertung. Beste Spieler. Declan McManus, der ist jetzt ganz vorne mit 9. Farid El Alagoui hat schon wieder 2 Tore. Genau, das war ja vor diesem Spieltag in den News gestanden, dass der im ersten Spiel da gegen Falkirk 2 Tore gemacht hat, oder noch mehr, 3 waren es glaube ich, und jetzt wieder 2. Chris Boyd ist der dritte Mann im Bunde vor Callum Elliott und unser bester Gary Oliver Osmansoe, Platz 10, Platz 11 mit 5 und Keatings kommt dann schon mit 4. Also Keatings mit seinen Minuten, die er hat, wir können das mal gerade angucken hier, 792. Der hat damit immerhin 5 Tore geschossen. Das ist keine so schlechte Quote. Das ist dann irgendwas mit 100, keine Ahnung, 120, 130 Minuten, würde ich fast sagen. Oder ein bisschen mehr, 140 vielleicht pro Tor. Das ist nicht so schlecht, wie ich finde. Das kann sich schon wie gesehen lassen. Durchschnitt 0,3. So ein richtig schlechtes Spiel hat er hier gehabt. Gegen Codenbeath, das erste, das Heimspiel. Ansonsten finde ich die Noten sehr gut in der Liga, die er abgeliefert hat. Da kann man nicht meckern. Also ein verlässlicher dritter Stürmer, möchte ich da sagen. Das wird natürlich auch nicht leichter jetzt für den Soufiane El Hasnaoui sich da durchzusetzen. Ach ne, warte, ein bisschen schnell hier. Natürlich noch gucken auf die Notenbesten. Nach 10 Spieltagen immer noch Robinson mit einer 2,4. Heute ja auch wieder eine 2,5, ne, eine 2 bekommen, genau. Dann ist es wieder ein bisschen gefallen. Patterson, Payado sehen wir da unten noch. Aber das ist alles schon über 3. Und hier, wenn wir 9 Spieler anlegen, Nicholson auch sehr gut mit seinen 17 Jahren. Eggersley, ein erfahrener Spieler, damit Patterson wieder ein junger. Ich glaube, die Mischung ist sehr gut. Hier haben wir Oliver mit seinen 8 Partien, 2,94, auch sehr gut. Dann kommt Wilson. Aber man merkt natürlich auch, wenn man sich das hier anguckt, dass eigentlich keine Stammmannschaft existiert. Das, was ich auch schon gesagt habe. Deswegen liegen wir da auch so weit unten beim Teamwork. Ja, Wedderburn hat irgendwas gemacht, was nicht wirklich zuträglich war für seine Mannschaft. 2 Spiele Sperre bekommen. Und wir müssen noch 2 Wochen auf den Alim Öztürk verzichten. Aber wir werden es überleben. Ne? Wir haben da wirklich einen Pool an jungen Innenverteidigern, was wirklich sehr gut funktioniert. Da ist er wieder, Farid El Alagoui mit 2 Treffern gegen Falkirk ohne Gnade. Den McManus haben wir ja auch schon gewürdigt.